Gedroschen, gedroschen, gedroschen. Egal, wo er mich getroffen hat, ich blieb auf der Erde liegen. So eine Kinderseele, die geht kaputt darunter. Bis zu 8 verschiedenen Malen bin ich weggelaufen, weil mir gesagt hat, das kann nicht sein. Ich möchte Frieden haben. Deutsche. In Chile gequält, eingesperrt, im Stich gelassen von deutschen Diplomaten. Die Einsicht kommt spät. Über viele Jahre hinweg haben deutsche Diplomaten bestenfalls weggeschaut, jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan. In der sogenannten Kolonie der Würde, der Colonia Dignidad, einer grausamen Sekte. Rund 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile liegt das riesige Gelände der Sekte, weit weg von der deutschen Botschaft. Nur selten ließen sich Diplomaten hier blicken. Dabei lebten über 300 deutsche Staatsbürger in der Kolonie. Hier wurde sexuell misshandelt, gefoltert, gemordet. Über Jahrzehnte. Kürzlich erst hat ein Kinofilm mit Emma Watson und Daniel Brühl in den Hauptrollen darauf aufmerksam gemacht. Opfer der Gewalttaten und deren Angehörige sehen diese Bilder. Bei einer öffentlichen Vorführung im Auswärtigen Amt. Ein besonderer Anlass. Denn erstmals geht ein deutscher Außenminister auf Distanz zu den eigenen Diplomaten. Im Spannungsfeld zwischen dem Interesse an guten Beziehungen zum Gastland und dem Interesse an der Wahrung von Menschenrechten ging offenbar Amt und Botschaft die Orientierung verloren. Mit welchen Folgen für Opfer und Täter? Die Colonia Dignidad nennt sich heute Villa Baviera, das bayerische Dorf. Die Zäune von damals, hinter denen die Sektenmitglieder grausam litten, stehen immer noch. Sie sind Zeugnis eines Gefängnisses, in das sich viele Deutsche Anfang der 60er Jahre freiwillig hineinbegaben und dann nie wieder herauskamen. Die ehemalige Colonia Dignidad ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Deutsche Braukunst, Eisbein mit Sauerkraut. Mit deutscher Gemütlichkeit verdienen sich diejenigen ein Einkommen, die in der Foltersekte aufwuchsen. Der Ort ist noch immer ihr Zuhause. Nichts erinnert heute an die düstere Vergangenheit. Dabei wurden Kinder und Jugendliche in diesem Haus, dem Wohnsitz des Sektenführers Paul Schäfer, tagtäglich sexuell missbraucht. Haben Sie schon eine historische Führung gemacht? Nein, wir sind nur für ein paar Stunden hergekommen. Das Essen ist super. Wirklich toll. Und der Blick erstmal, ideal für ein Erinnerungsfoto. Doris Zeitner und ihr Mann hielten es am damaligen Ort ihres Leidens nicht mehr aus. Seit Jahren wohnen sie weit weg, im Süden des Landes. Sie sind beide in der Sekte aufgewachsen. Da wurdest du geschlagen. Und einmal 20 Minuten lang wurde man nur geschlagen. Dann kannst du doch gar nicht mehr sitzen. Dann kannst du auch nicht so schnell arbeiten, wie der andere von dir verlangt. Die Prügelstrafe gehörte zum Alltag in der Colonia Dignidad. Wie auch Kinderarbeit und Sklaverei.
Doris Zeitner ist 8-mal geflohen. Jedes Mal wurde sie wieder eingefangen und zurückgebracht. Andere ehemalige Kolonia-Einwohner leben in Deutschland, wie Hartmut Hopp. Er scheut die Öffentlichkeit. Hopp ist in Chile rechtskräftig zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch in 27 Fällen. Er floh nach Deutschland, lebt in Krefeld. Seit 2011. Bislang unbehelligt. Hartmut Hopp gehörte zur Führungsklique der Sekte. 5 von ihnen sitzen in chilenischer Haft. Auf Nachfrage kann man einen Rundgang in die Abgründe der Sektengemeinschaft buchen, bei Erika. Sie erzählt, wie alle anderen auch, lieber von den Errungenschaften der Gemeinschaft, von den hoffnungsfrohen Anfängen. Ja, und hier sind dann unsere ersten Sauerkrautfässer von unseren Eltern. Hier haben sie Sauerkraut gemacht. Da sieht man auch ein bisschen noch die Geschichte mit hartem Plastik drin und um überhaupt was zu haben, zu essen. Und Sauerkraut hält sich lange und eine gute Art. 1, 2, 3, 4 Sauerkrautfässer. Wenn man Erika darauf anspricht, erzählt sie von ihrer Kindheit und den Qualen, die sie erleben musste. Von den Elektroschocks. Ich habe mit 9 Jahren mein Leben neu angefangen. Nach einem sehr starken Elektroschock. Ich wusste gar nichts mehr. Ich wusste nicht, wie man sich die Hände wäscht. Ich wusste überhaupt nichts mehr. Ich wusste nicht, als ich das erste Mal einen Jungen gesehen habe, war das für mich etwas wie aus einer anderen Welt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich musste jeden Handgriff neu lernen. Das hat sie ihm zu verdanken, Paul Schäfer. Bei Bonn geboren, charismatisch, religiös. Nach dem Krieg Laienprediger. Er arbeitet mit Jugendlichen, fordert von ihnen Intimbeichte. Er vergreift sich an den Jungen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Schäfer flüchtet 1961 nach Chile und nimmt die Kinder mit, nur teilweise in Begleitung ihrer Eltern. Schäfer hat ihnen dann vor der Ausreise Dinge versprochen, die einfach gelogen waren. Er hat die Kinder mitgenommen unter Vorwänden, es sei eine kurze Auslandsreise, eine Chorfahrt, gefälschte Papiere. Es war die größte Massenentführung in der Geschichte der Bundesrepublik. Und als sie dann dort waren, gab es kaum noch eine Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Aus den Archiven des Auswärtigen Amtes geht hervor, die Botschaft in Santiago weiß schon 1967, dass sich der gesuchte Paul Schäfer mit etwa 60 minderjährigen Kindern in der Colonia Dignidad aufhält. Koloniebewohner würden an einer Flucht gehindert. Die Botschaft wird daher in einem Gespräch mit den chilenischen Behörden sicherstellen müssen, dass den in Frage stehenden Kolonieangehörigen polizeilicher Schutz beim Verlassen der Kolonie gewährt wird. Der Erlass bleibt folgenlos. Mein Opa zum Beispiel, der hat auch nicht gut lachen gehabt. Der war schon in den 60er Jahren, 66 oder 68, auch schon geflohen bis zur deutschen Botschaft. Nathanael wurde auch zurückgeholt und hat ab dem Moment sehr gelitten. Hat nachher einen Brief durch nach Deutschland gekriegt zu einem Sohn. Hat gesagt, hol mich hier raus, wir sind hier gefangen. Mama ist nur noch Knochen. Mama ist nur noch Haut und Knochen, die war eingesperrt über 8 Monate irgendwo im Keller. Nach außen gibt sich die Sekte christlich und tugendhaft. Doch in Wirklichkeit herrscht ein grausames Regiment. Männer und Frauen werden vom ersten Tag an getrennt. Familien gab es nicht mehr. Es ging ja nur noch nach Altersgruppen, Jungs hier, dann ältere Frauen dazwischen und da hinten waren dann die Mädchen. Familie war erledigt. Ja. Vorher die Mutter noch gekannt und dann mit 3 Jahren. Auf einmal war sie nicht mehr da an meiner Seite und das war schon hart. Ich habe viel geweint. Mama kommt wieder jede Nacht. Ich bin groß geworden ohne Familie, ohne jede Affekte, ohne jede Liebe, ohne jeden, noch nicht mal ein Quadratzentimeter Privatsphäre. Das war für mich einfach schlimm. Da hatte ich nur noch das Verlangen nach Deutschland zurück. Ich möchte wieder zu meinem gewohnten Hause. Das ging nicht mehr. Die Colonia Dignidad wurde zur Festung ausgebaut. Mit versteckten Kameras und Mikrofonen. Erika zeigt die Sicherheitszentrale.
Hier liefen alle heimlich aufgenommenen Informationen zusammen. Rund um die Uhr arbeitete das Sicherheitspersonal. Wenn jemand flüchten wollte, lösten die versteckten Sensoren Alarm aus. Dann wurde diese Geheimtür geöffnet. Das aussieht wie ein Closet, aber eigentlich keins ist. Dann ließen sich die Aufpasser wie Feuerwehrleute an einer Stange hinunter und stürmten mit ihren Schäferhunden den Flüchtenden hinterher. Die ganze Anlage war ja anders, als man sich das vorstellt, ja, die Sicherheit. Kann man gar nicht erklären. Vielleicht wie ein Spinnennetz war das ganze Fundo. Überall waren so kleine rundherum, so kleine Drähte, so ganz dünne, überall im Wald so rundherum. Und in den Zäunen waren auch Sensoren und überall so Sicherheitsanlagen. Und das war für doppelte Sicherheit. Einmal, damit keiner reinkommt, aber zum anderen, damit keiner raus kann. Nur wenige konnten die Sicherheitsanlagen überwinden. Da bin ich geflohen. Bin ich über Nacht. Ich wollte erst mal nachts, ne? Ich habe mir ein Stück Speck mitgenommen, damit ich irgendwo was zu essen habe. Ich wollte über die Anden fliehen, über die Berge. Er irrte durchs Land. Die Polizei griff ihn auf, brachte ihn zurück. Von der Botschaft konnte er keine Hilfe erwarten. Und die Botschaft fiel für mich total flach, weil ich von anderen Fällen gehört hatte, dass Leute von uns vor der Botschaft schon gestanden haben, unten an der Tür, und direkt nur gewartet haben, dass derjenige, der geflohen ist, da ankommt. Und dann gleich wieder mitgenommen haben. Oder aber, wenn man es reingeschafft hat, dass die Botschaft einen auch wieder ausgeliefert hat. Die Kolonos sind nach 3, 4 Versuchen nicht mehr in die Botschaft geflohen. Nach einem Präzedenzfall, der Präzedenzfall heißt Heinz Schmidt, als er hoch übermüdet ankommt, wird er in der Botschaft begegnet er dem Botschaftspersonal, uns einer von den Tätern der Führungsklicke. Und man fängt da ein Gespräch an und sagt, ja, in jeder Familie gibt es ja Probleme. Du, Heinrich, warum gehst du nicht zurück? Wir können doch über alles sprechen und so weiter. Und die Tatsache ist, dass Heinrich Schmidt in eine Ambulanz gesteckt wurde, hier in Santiago noch eine Betäubungsspitze gekriegt hat und dann zurückgebracht wurde zur Kolonie. Und da saß er dann 40 Jahre lang im Krankenhaus, immer unter Elektroschock, immer unter Tabletten. Und nach diesem Fall natürlich muss man ein Idiot sein, um nochmal zur deutschen Botschaft zu fliehen. Immerhin, die Botschaft besucht nach diesem Vorfall 1972 zum ersten Mal die Sekte, 11 Jahre nach deren Gründung. Im Reisebericht des Konsuls wird von Zwangsarbeit, Selbstjustiz und Prügelstrafe berichtet. Zum flüchtenden Heinz Schmidt heißt es: Einiges spricht dafür, dass er gegen den Willen am Verlassen der Kolonie gehindert wird. Der Diplomat verspricht sich weiter, um ihn zu kümmern, aber Monate später beruft ihn das Auswärtige Amt auf eine andere Dienststelle. Es hatte seine Logik, dass die deutsche Botschaft sich zu wenig für deutsche Staatsangehörige in der Siedlung eingesetzt hat. Außenminister Steinmeier hat ja jetzt neue Akten freigegeben, die bisher auch gesperrt waren von alten Zeiten. Und da steht in einem Dokument, das ich selbst gelesen habe: Zwar ist hier das Interesse eines deutschen Staatsbürgers tangiert, aber andererseits steht der Ruf einer deutschen Gemeinschaft auf dem Spiel. Und dann hat man sich für die Gemeinschaft entschieden. Man wollte keinen Skandal, man wollte keinen Krach, man wollte auch keine Schwierigkeiten mit chilenischen Behörden. Ich glaube, dass die Vertreter der Botschaft in den 60er und 70er Jahren ein anderes Weltbild hatten, als meine Generation das hat, als ich das habe. Für uns sind Demokratie und Rechtsstaat und der Einsatz für Menschenrechte eine pure Selbstverständlichkeit. Als Privatmenschen, als Bürger, ebenso wie als Diplomaten. In den 60er und 70er Jahren war das noch nicht so. Das sekteneigene Krankenhaus war das Aushängeschild der deutschen Siedlung. Heute ist es ihr Altersheim. Diejenigen, die hier leben, gehören zur ersten Generation. Sie sind freiwillig hergekommen, um nach urchristlichen Werten zu leben. Noch heute leitet sie ihr Glaube, so auch Erikas Mutter. Das ist es. Wenn Gott mit uns ist, kann niemand gegen uns sein.
Diese Generation, aufgewachsen in der Nazizeit, passte sich an. Wer Widerworte gab, wurde grausam bestraft. Wenn man zu weit nach vorne gegangen ist, dann kam die Konsequenz, das weiß ich heute von anderen Leuten, dann wurde man ins Krankenhaus gebracht, ein Elektroschock, und dann wurde man mit Tabletten behandelt, bis man wieder fügig war, und dann ging es weiter. Das Krankenhaus, ein Ort des Grauens. Der Leiter, Hartmut Hopp, jener Justizflüchtling, der heute in Krefeld lebt. Gegenüber Journalisten gab er sich einsilbig. Stimmt es, dass Männer und Frauen hier getrennt leben? Nein, falsch. Leben sie in Häusern, zusammen? Ja, natürlich. Als Familien? Logisch. Ehemalige Bewohner der Colonia Dignidad berichten etwas ganz anderes. Uns gegenüber sagen sie auch, dass Hartmut Hopp die Pillen besorgt habe, die sie täglich schlucken mussten, und zwar ohne medizinische Indikation. 21 Tabletten hat er mir für täglich verschrieben. Immer mehr und immer mehr, weil ein anderer sich wieder beklagt hat, über dass mein Sein nicht gut genug ist oder aggressiv. Ich sollte noch mehr Tabletten nehmen. Hatte ich 21 Tabletten am Tag? Das war unmöglich. So ging ich durch die Gegend. Er hat die Rezepte unterschrieben, die wir nachher bekommen haben. Jeden Monat einmal hat er alle Rezepte unterschrieben. Und er wusste, was wir bekommen. Und deshalb habe ich ihn angeklagt, oder wir, mein Mann und ich, weil er keine Reue gezeigt hat. Weil ich ihn dreimal angesprochen habe, wegen der gleichen Sache. Und er nicht einmal gesagt hat, tut mir leid, ich hab's gemacht. Ehemalige Bewohner der Colonia Dignidad berichten uns gegenüber auch von der grausamen Bestrafung durch Elektroschocks. Dafür war eine bestimmte Krankenschwester zuständig. Ich habe sie gefragt, was ist mit mir passiert? Ja, dann hast du Elektroschocks gekriegt. Ich sage, ja und? Was sollten die denn bezwecken? Was sollten die denn bewirken? Ja, dann hat sie endlich gesagt, dann haben wir dir Gedächtnislücken eingefügt. In diesem Krankenhaus wurden auch Mädchen zwangssterilisiert. Das war ganz schlimm. Wenn die in die Pubertät kamen, dachte Schäfer, der Teufel sei in denen. Sexuelle Regungen waren der Teufel. Und hat sie oft bei ungenügender oder fehlender Narkose zwangssterilisieren lassen mit elektrischen Viehtreibern. Mädchen, die haben geheiratet und haben gehofft, dass sie noch Kinder bekommen, und haben dann nachher sehr darunter gelitten, dass sie gemerkt haben, dass sie keine mehr kriegen können durch Maltratation, durch Elektroschocks und andere Sachen. Ja. Das Krankenhaus wird von Hartmut Hopp geleitet. Der deutschen Botschaft in Santiago ist der Arzt durchaus bekannt. In den Archiven finden sich mehrere Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die Botschaft und Hartmut Hopp miteinander in Kontakt stehen. Erstmals 1977. Noch 10 Jahre später, 1987, schreibt der zuständige Konsul: Die Colonia Dignidad hat bei mehreren Besuchen ihres Verbindungsmanns zur Öffentlichkeit, Herrn Dr. Hopp, um einen Besuch des Botschafters gebeten. Während die Botschaft also deutsche Landsleute in der Colonia nicht schützt, bestehen durchaus Verbindungen zur Führungsklicke, namentlich zu Hartmut Hopp, während der Militärdiktatur. Am 11. September 1973 putschen sich in Chile die Militärs von Augusto Pinochet an die Macht. Die Colonia Dignidad bekommt von nun an eine neue Aufgabe. Sie dient sich als Ort der Folter an. Der brutale Militärgeheimdienst DINA verhaftet Zehntausende politische Gegner. Dann fahren die Agenten mit unzähligen von ihnen in die deutschen Siedlungen, auch mit Erik Zott. Sie haben unsere Fesseln überprüft und fester gemacht. Man hat mir meine Augen verbunden und mir dann eine Kapuze über den Kopf gezogen.
In die Ohren steckten sie mir nasse Wattebäusche, damit ich nichts mehr hören konnte. Die Colonia Dignidad gilt als besonders grausam. Die Siedlung liegt weit ab. So können die Folterer völlig ungestört ihre Gefangenen quälen. Wenn sie dir den Strom an deinen Füllungen in den Zähnen ansetzen, dann schießen dir die Elektroschocks direkt ins Gehirn. Ein Schmerz, der nicht auszuhalten ist. Diese Techniken wurden mit einer unglaublichen Professionalität durchgeführt. Verglichen mit den anderen Foltererfahrungen, die ich hatte, zeugte diese in der Colonia Dignidad von deutlich mehr Perfektion. Viele der Gefolterten haben die Qualen nicht überlebt. Sektenführer Paul Schäfer weiß das. Ein ehemaliger Wehrdienstleistender beim damaligen Militärgeheimdienst DINA erinnert sich. Wir haben den Gefangenen an der Tür abgegeben und die haben ihn mitgenommen. Wir sind weiter in einen großen Raum und haben uns an einen Tisch gesetzt. Deutsche haben uns bedient. Wir haben deutsches Essen bekommen. Das war alles neu für mich. Dann kam Paul Schäfer. Er setzte sich ans Kopfende mit seinem deutschen Schäferhund. Er machte eine Geste mit der Hand und sagte: Fertig. An dieses deutsche Wort erinnere ich mich genau. Die Bedeutung kannte ich nicht. Aber später erst erfuhr ich, dass fertig erledigt bedeutet. Aber wegen der Handbewegung wusste ich bereits, dass der Gefangene tot war. Colonia Dignidad, deutsches Mustergut in Chile, ein Folterlager der DINA. Dieter Meyer hatte an dieser Broschüre mitgearbeitet, 1977 als Mitglied bei Amnesty International. Sie rüttelt die Öffentlichkeit wach. Seitdem forscht und publiziert er über die Menschenrechtsverletzungen in der Colonia Dignidad. Der Grund, warum ich das getan habe, mit Freunden zusammen, war, dass es einem einfach keine Ruhe lässt. Die Schicksale waren so hart, wenn man mal Leuten gegenüber sitzt, die dort gefoltert wurden und mit denen redet, dann lässt einen das nicht einfach so los. Dann will man mehr wissen, dann will man die Wahrheit wissen. Ganz anders der deutsche Botschafter. Ihm geht es damals nicht um die Wahrheit. Erst auf Druck des Außenministers besucht er die Colonia und ist entzückt. Es wurde ein Programm abgewickelt mit Begrüßungsansprache, Chorgesang der Jüngeren mit deutschen Volksliedern und folkloristischen Tanzdarbietungen. Die Atmosphäre war auf deutsche Stimmung abgestellt. Abgesehen von dem äußeren Bild machten die Versammelten keineswegs den Eindruck von Gewaltmenschen. Aber vielleicht ist hinter den Hügeln etwas, das ich nicht gesehen habe. Deshalb habe ich schließlich den Oberbefehlshaber der chilenischen Luftwaffe, General Gustavo Ley, gebeten, ein Luftbild eines von mir auf der Karte abgesteckten Gebietes zu erfliegen. Im Klartext: Während in Chile täglich Menschen verhaftet, gefoltert und ermordet werden, bittet der deutsche Botschafter einen Junta-General um Mithilfe bei der Aufklärung von Foltervorwürfen gegen die Colonia Dignidad. Ein Hohn für die Opfer. Aus den Archivakten des Auswärtigen Amtes geht hervor, dass der deutsche Botschafter 1977 auch das chilenische Außen- und Innenministerium um Aufklärung bittet. Wenig überraschend, mit immer demselben Ergebnis. Es gäbe kein Haftlager in der Colonia Dignidad. Der deutsche Diplomat übernimmt diese Version und macht sich so zum Komplizen des Militärs. In mehreren Fernschreiben spricht der Botschafter ebenfalls 1977 in Bezug auf die Foltervorwürfe von angeblichen Folterungen, Gerüchten, Vermutungen und Mutmaßungen. Botschafter Streitling weigert sich sogar, einen kritischen Bericht seines Mitarbeiters nach Bonn weiterzuleiten. Darin steht erneut, dass Koloniebewohner unter Druck gesetzt und an der Flucht gehindert würden. Das Auswärtige Amt macht sich diese Position zu eigen.
In einer Vorlage an Außenminister Genscher heißt es, die Existenz eines Haftlagers und Folterzentrums erscheint zweifelhaft. Wir sollten weiterhin Zurückhaltung üben und uns jedweder Stellungnahme zu den Vorwürfen strikt enthalten. Diplomatische Zurückhaltung, obwohl es um Folter und Mord in einer deutschen Siedlung geht. Erik Zott hat Glück. Die UNO setzt sich für ihn ein. Die österreichische Botschaft stellt ihm ein Visum aus. Hat Ihnen der diplomatische Druck das Leben gerettet? Ja, zweifellos. Nicht nur in meinem Fall, auch bei anderen. Der Druck aus dem Ausland war entscheidend. Eine große Zahl von politischen Gefangenen konnte so mit diplomatischem Schutz direkt aus dem Gefängnis heraus befreit werden. Nichts auf dem riesigen Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad erinnert heute an die Gräueltaten. Kein Mahnmal, keine Gedenktafel. Nicht für die weit über 100 politischen Gefangenen, die hier verschwanden und hingerichtet wurden. Auch nicht für die vielen Folteropfer. Hier haben die Schergen des Geheimdienstes DINA gequält, im berüchtigten Kartoffelkeller. In den oberen Etagen haben die Siedler gewohnt. Sie hörten sogar die Schreie der Gefolterten. Die DINA hat hier frei Ein- und Ausfahrt gehabt in die Kolonie und hat hier mit ihren Opfern umgegangen. Und das ist heute unser großes Verhängnis, dass es auf unserem Gebiet passiert ist, in unseren eigenen Gebäuden, wenn man das so sagen will. Normalerweise bleibt das Gebäude verschlossen. Es handle sich um Privatbesitz. Dabei fordern seit Jahren die Angehörigen der Opfer eine Gedenkstätte. Bislang ohne Erfolg. Aus der Folterkammer wurde eine Abstellkammer. Es ist die Werkstatt von Udo Hopp. Er ist in der Colonia groß geworden. Er sagt, er habe nichts von den Folterungen gewusst. Was ich alles nachher erfahren habe, das ist haarsträubend, selbstverständlich. Aber ich muss damit leben. Ich kann nicht sagen, hier ist das passiert, hier gehe ich nicht mehr rein. Das kann ich nicht machen. Aber solange das hier frei ist, werde ich hier natürlich drin. Meine Werkstatt ist abgebrannt vor anderthalb Jahren und ich muss wenigstens die Reparaturen durchführen können, die anliegen. Sein Bruder ist Hartmut Hopp, jener Arzt und Verbindungsmann der Colonia, der auch, wie sich jetzt herausstellt, direkt für die Militärdiktatur arbeitet. Das geht aus einem Geheimarchiv hervor, das die Colonia Dignidad führte. Es wurde beschlagnahmt, Jahre später teilweise ins Internet gestellt. 45.000 Karteikarten hatte die Sekte für die Machthaber in Santiago angelegt. Mit Informationen über Regimegegner, Protokollen der Folterverhöre. Mit deutscher Gründlichkeit. Hartmut Topp steht da als STR Struppi, wie er Kontakt dazu zum Ehepaar Pinochet, auch in Zusatzmaterialien. Wie er Konflikte löst mit Generälen. Hartmut Hopp war der Verbindungsmann zur Spitze der Diktatur. Die Hopps, also Hartmut und waren beim Ehepaar Pinochet. Das steht da. Beste Beziehungen also zum Militärregime. Deutsche Sektenmitglieder stellen auch Waffen her und verkaufen sie. Winfried Schmidtke hat sich daran beteiligt. Nach seiner gescheiterten Flucht passt er sich in der Sekte an. Er belegt Fernkurse, wird Sicherheitsingenieur und IT-Spezialist, macht sich unentbehrlich und wird so zu einem Vertrauten Paul Schäfers. Erstmals spricht er öffentlich über das Waffengeschäft. Ja, wir haben Waffen gebaut. Ja, das haben wir gemacht. Jahrelang sogar. Was für Waffen? Wir haben MPs. Maschinenpistolen gebaut, ziemlich relativ einfache Dinger. Und dann haben wir in den Waffen haben wir auch viele Sachen selber entwickelt, wo auch meinetwegen die Meister gesagt haben, das geht nicht. Da habe ich gesagt, bei mir geht das, ich mache das. Dann habe ich ein Magazin für einen Karabiner gebaut.
Weil der Karabiner hat nur 5 Schuss und dann ist man am Ende. Hab ich gesagt, und dann lässt man sich totschießen. Hab ich gesagt, da muss ein Magazin drunter. Dann haben die gesagt, nee, das geht nicht, das kann man nicht. Da habe ich ein Magazin entwickelt, was gebogen war und so weiter, dass man da 20 Schuss damit schießen konnte oder noch mehr, ich glaube 25. Zum Verkauf? Wir haben sie selber welche gehabt und ich denke mal, wir haben sie auch, die wurden noch verkauft, ja. Und verkauft, die wurden verkauft an, ich weiß nicht an wen, da kamen immer so Flugzeug, die da eine Portion mitgenommen haben. Während die Colonia Dignidad mit den Militärs Geschäfte macht, bleibt sie nach innen eine Sekte. Weit entfernt von der deutschen Botschaft, die ohnehin mehr mit den Machthabern in Santiago verbunden ist als mit den eigenen Landsleuten. Erst als Mitglieder aus der Führungsriege fliehen, diesmal mit Hilfe der Botschaft, wird es eng. Sie berichten öffentlich, wie hier 1988 in Bonn vor Mitgliedern des Bundestags, von Prügelstrafe und Selbstjustiz. Hartmut Hopp vertritt den Sektenführer Paul Schäfer und sagt, alles sei Lüge. Das Auswärtige Amt gerät unter Druck, ihm wird Untätigkeit vorgeworfen. Dabei setzt sich in der Botschaft schon eine andere Gangart durch. Der in Santiago tätige Konsul Dieter Haller will sich 1987 notfalls einen Zugang zur Siedlung erzwingen. Die Rede ist von Konfrontation. In einer Ministervorlage wenig später steht, dass Colonia-Einwohner jahrelang Renten erhalten hätten, ohne dass sie eine individuelle Lebensbescheinigung vorlegen mussten. Der Staatssekretär vermerkt handschriftlich, warum haben wir das hingenommen? Und hier tickt eine Zeitbombe. Endlich wird die Colonia zur Chefsache. 1988 überlegt Außenminister Genscher, Paul Schäfer müsse aus der Kolonie herausgelöst, vielleicht abgeschoben werden. Die chilenischen Behörden müssten Druck ausüben. Bis dahin vergehen noch Jahre. Erst einmal treibt Norbert Blüm die Dinge voran. Der damalige Arbeitsminister hat 1987 ein Treffen mit Diktator Pinochet eingefädelt. Der Minister kritisiert die Menschenrechtsverletzungen in Chile zum Verdruss der Diplomaten. Ich habe ihm ins Gesicht gesagt, dass er ein Schwein ist. Das hat der Botschafter, der ja dabei saß, nicht gern gehört. Er war kurz vor dem Herzinfarkt. Der hat schon vor der Besprechung versucht, mich vom Vatertuchend abzubringen. Vor der Tür des Empfangssalons hat er mich gefragt, was wollen Sie denn jetzt besprechen? Da habe ich gesagt, Menschenrecht. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, steht Ihnen doch gar nicht zu. Ich sage, doch, das steht mir schon zu. Blüm setzt sich für die Freilassung politischer Gefangener ein und in der Folge für ein Ende der Finanzierung der Colonia Dignidad durch die deutsche Rentenversicherung. Die deutsche Rentenversicherung zahlte auf ein Sonderkonto die Renten. Aber wir können ja nur Renten zahlen, wenn die Leute auch noch leben. Woher wissen wir, dass sie leben? Die Botschaft stellt über Jahrzehnte die Lebensbescheinigungen für Colonia-Bewohner aus, ohne sie persönlich gesehen zu haben, was allerdings erforderlich gewesen wäre. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Wir haben grundsätzlich Zweifel gehabt, ob diese ganzen Bescheinigungen wirklich ordentlich ausgestellt waren. Joachim Vöcking, seinerzeit zuständig für die Kontrolle der Sozialversicherungen, reist daraufhin und auf Initiative Blüms im November 1988 nach Chile. Er will die Rentner in der Siedlung persönlich sprechen. Das wird ihm verwehrt. Er schlägt ihnen einen Ortstermin vor, im nahegelegenen Chilan im Gran Hotel. Dort sollen die Rentner persönlich erscheinen. Er und seine beiden Mitarbeiter warten vergebens. Erst daraufhin, im Januar 89, werden die Rentenzahlungen eingestellt. Und 2016 wird das erst bekannt. Die deutsche Botschaft hat fast 30 Jahre lang ihre konsularische Aufgabe nicht ernst genommen. Ein Skandal, der den damaligen Kontrolleur noch heute erzürnt. Insofern habe ich überhaupt kein Verständnis und kann nur sagen, mit Abscheu und Empörung muss ich das feststellen, dass die deutsche Botschaft diesen Dingen nicht früher und anders und intensiver nachgegangen ist. Da hat der Hauptfolderknecht noch ein Zusatzeinkommen gehabt. Das haben wir ihm abgedreht. Finde ich auch gut. Über die Jahre sind Millionenbeträge geflossen. Bei den Rentnern kamen sie nie an. Sämtliche Zahlungen hat sich die Führungsriege eingestrichen. Vor allem Kinderschänder Paul Schäfer.
In seinem Haus hat er jede Nacht einen anderen Jungen sexuell missbraucht. Seit Anfang der 90er Jahre lockt er chilenische Jugendliche in die Siedlung. Dann sagte er mir, ich solle meine Kleidung ausziehen. Ich hatte Angst vor dem Revolver. Ich musste mich hinlegen an seine Seite. Er streichelte mir über den Penis. Dann hat er mich vergewaltigt. Ja, ich wollte mich wehren, aber ich sah den Revolver. Der war vielleicht geladen. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich konnte nichts machen. Die Eltern der chilenischen Kinder zeigen Paul Schäfer daraufhin an. Er wird ab 1996 per Haftbefehl gesucht. Es folgen mehrere Razzien. Auch deshalb, weil mittlerweile Diktator Pinochet seine Macht an eine demokratisch gewählte Regierung abgeben muss. Der Colonia Dignidad fehlt nun die schützende Hand der Militärs. Schäfer wird nicht gefunden. Hartmut Hopp hat ihn wenige Jahre zuvor noch mit diesen Worten verteidigt. Er ist eine ganz besondere Persönlichkeit, mit einer ganz eigenen Zuneigung zur Jugend, zu den Kindern. Und diese Hinwendung ist leider immer wieder missverstanden worden. Von Leuten, die einfach nicht in der Lage sind, das als wirkliche Zuneigung, als echtes Gefühl zu verstehen. Auch Hopp gerät ins Visier der chilenischen Justiz. Er wird immer wieder verhaftet, verhört, angeklagt oder verurteilt. Es geht unter anderem um Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, Beihilfe zum Verschwindenlassen, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Manche Strafverfahren sind abgeschlossen, andere laufen noch. 1997 taucht Paul Schäfer unter. Zeitgleich flüchten auch andere in seinem Umfeld vor der chilenischen Justiz ins Ausland. Winfried Schmidtke ist Fluchthelfer. Also es ging eigentlich um Flucht. Um Flucht. Flucht vor der Justiz. Fluchthelfer sein. Ja. Vor der chilenischen Justiz. Genau. Und ich will die Namen nicht nennen davon. Und dann wurden aus den 2 Monaten wurden am Ende 5 Jahre. Das hat doch ein halben Geld gekostet. Ja klar. Wie sind Sie an das Geld gekommen? Wurde immer über Mittelsmänner uns zugeschickt oder über Freunde, dann, die haben das Geld überwiesen gekriegt und haben uns das gegeben. Gab es immer wieder Freunde, ja. Die Bekannte, die vom... Mit Geldkoffern oder wie kann man sich das vorstellen? Die haben uns richtig Dollars gegeben, ja. Die Einwohner der Colonia Dignidad wissen nicht, ob ihr Führer Paul Schäfer zurückkommen würde. Sie sind verunsichert. Erst 2004 erlauben sie einem Referenten der deutschen Botschaft den Zugang zur Siedlung. Es ist der heutige Sprecher des Auswärtigen Amtes. Ich habe sicher Gespräche mit sicher mehr als 100 der Gemeinschaftsmitglieder geführt. Und ich habe Dinge gehört, über die man eigentlich kaum reden kann, die mir heute noch die Tränen in die Augen treiben, wenn ich mir vorstelle, was gesagt wurde und wer mir das gesagt hat, wie die Menschen aussahen, die das erduldet haben, was da Paul Schäfer angerichtet hat. Erst jetzt beginnt die Botschaft, sich um die Bewohner zu kümmern. Sie bietet psychologische und seelsorgerische Betreuung an. Aber wie sollen die Wunden heilen, wenn die Täter noch frei herumlaufen? Immerhin, 2005 wird Paul Schäfer in Argentinien verhaftet, in Chile wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im April 2010 stirbt der Sektenführer. Ein halbes Dutzend engster Vertrauter Schäfers sind ebenfalls festgenommen und wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Sie sitzen bis heute im Gefängnis. Nur einer entzieht sich seiner Strafe. Hartmut Hopp. Interpol fahndet nach ihm. Er flüchtet nach Krefeld. Hier lebt er seit 2011 als freier Mann. Chile fordert seine Auslieferung, aber Deutschland liefert keine eigenen Staatsbürger aus. Chile fordert die Vollstreckung des Urteils.
Aber die Justizbehörden prüfen noch. Die chilenischen Anträge seien erst 2015 eingetroffen, die juristische Bewertung kompliziert. Und jetzt? Zunächst ist jetzt beantragt worden, die Vollstreckung des chilenischen Urteils für zulässig zu erklären, sofern das Gericht möglicherweise durch mehrere Instanzen diesem Antrag positiv entspricht, würde sich dann anschließend noch ein sogenanntes Bewilligungsverfahren anschließen. Und wenn auch eine solche Bewilligungsentscheidung positiv vorliegt, dann wäre der nächste Schritt, dass eine Ladung zum Strafantritt erfolgen würde. Wie lange kann das Ganze noch dauern? Zeitliche Prognosen halte ich hier für nicht realistisch, kann ich nicht so sagen. Jahre? Das ist das Wesen des Rechtsstaates, dass es verschiedene Instanzen gibt. Auf Nachfrage erklärt uns sein Anwalt, Hartmut Hopp stünde für ein Interview definitiv nicht zur Verfügung. In einer beigefügten Pressemitteilung weist Hopp unter anderem alle Vorwürfe zurück. Er habe derartige Straftaten nicht begangen. Wir versuchen trotzdem, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Guten Tag, dürfen wir Ihnen mal eine Frage stellen? Nein. Die meisten ehemaligen Bewohner der Colonia Dignidad schweigen über ihre Vergangenheit. Sie sprachen eben von einer Führungsklique, die es gegeben hat um Schäfer. Mhm. Sind davon Leute noch in Deutschland? Ja. Sind noch. Sie kennen sie? Ich kenne einige davon, ja. Wollen Sie Namen nennen? Nein. Warum nicht? Weil ich keinen Hass habe oder kein, ich bin nicht, also mein Ziel ist es nicht, jemand hinter Schloss und Riegel zu bringen oder irgendwie. Warum nicht, wenn das doch die Gerechtigkeit wäre? Ja, aber was nützt mir die Gerechtigkeit oder was nützt denen das? Die bereuen es ja. Die haben auch, sind auch zu den Leuten hingegangen, haben sich entschuldigt. Ja. Schuld und Sühne machen sie unter sich aus. Unser Rechtsempfinden ist vielen fremd. Trotzdem versuchen sie sich zu integrieren. Über 100 leben in Deutschland und Österreich, die meisten in Armut. Nie haben sie einen Lohn bekommen, nie in eine Rentenkasse gezahlt. Kann der Staat ihnen helfen? Schließlich haben deutsche Diplomaten sie im Stich gelassen. Eine Entschädigung aber lehnt die Bundesrepublik ab. Bundespräsident Joachim Gauck hat das bei seinem Staatsbesuch in Chile im Juli 2016 sehr deutlich gemacht. Was die deutsche Regierung sicher nicht tun wird, das sind irgendwelche Wiedergutmachungsansprüche zu akzeptieren, denn die deutsche Regierung hat nicht in Chile die Diktatur gebaut und daran mitgewirkt. Was wir betrauern und bedauern, ist, dass deutsche Diplomaten in einer Zeit Menschenrechtsverletzungen und Verwaltungen